wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann wissen wir genau, also jetzt steht die Geburt bevor. Dies hier sind die großen Kaninchen. Sie in unterschiedlichen Entwicklungsphasen beobachten können. Die Größeren brauchen jetzt ungefähr noch 10 Tage, 14 Tage und dann kommen sie dann eben raus an die große Luft und haben dann eben mit der Sonne und sind dann nachher nicht mehr so wirklich abhängig von der Mutter und sind dann so selbstständig, dass sie dann auch unter dem Zeitpunkt kommen. Angerichtet. Hier für die Rente ist Katrin Tischler öffnet den Schieber. Während die Tiere fressen, kann Katrin durch die Glasscheibe Mutter und Baby beobachten. Die Mutti ist jetzt die Eve. Die Eve ist jetzt 3 Jahre alt geworden. Sie ist im Herbst das erste Mal geschlechtsreif geworden. Da haben wir gerade den neuen Mann dazu bekommen. Und hat prompt geklappt, wurde sofort gedeckt. Und hat halt nur ihr erstes Jungtier und ich finde, als junge Mutti macht sie das wunderbar. Hätte ich nicht gerechnet. Also es kann ja sein, bei Erstgeburten, dass da mal was schief geht. Und das macht sie klasse. Also die Kleine wird oder der Kleine, das Geschlecht steht ja noch nicht fest. Das wird dann die 3-4 Wochen anfangen, die ersten eigenen Schritte zu gehen. Wird dann, ist ganz niedlich immer von der Mama noch am Schwanz festgehalten, wie an so einer Leine. Mama passt dann schön auf und man sieht sie noch bis zu einem Jahr an der Brust, immer mal wieder hin zu Mama, immer noch mal einen Schluck nehmen, manchmal vielleicht auch nur als Tröster, vielleicht kommt auch gar nichts mehr, das können wir nur aus der Entfernung nicht sehen, aber sie gehen immer noch mal in die Stresssituationen, wenn irgendwie Angst besteht oder so, immer noch mal einen Schluck suchen bei der Mama bis zum Jahr. Und dann sind sie manchmal auch schon wieder selber schwanger und doppelt belastet, ne, mit Jungtier und Baby im Bauch. Die bringen eigentlich jedes Jahr was. Tragzeit von 170 Tagen, 5,5 Monate gut. Nachwuchs bei den Affen ist für mich immer ein schönes Erlebnis. Also das ist ja das Erfolgserlebnis, kann man sagen. Darauf hat man hingearbeitet, dass da die